Herzlich willkommen, liebe Prepper und Outdoor-Freunde. Heute schauen wir uns mal den Teelichtofen an. Da wird ja im Moment viel drüber gelabert, alleine wegen der Energiekrise. Ne? Würde es natürlich erfreulich sein und Sinn machen, so ein Ding jetzt hier zu Hause zu haben und dass der auch wirklich den Raum erwärmt. Wir schauen uns das mal an. Das hier ist ein ganz einfacher Aufbau, ja, kann man ohne Werkzeug. Das ist jetzt mit einem, das ist schon Topf. Und das hier ist tatsächlich auch so ein Gestell gewesen. Für Teelicht. Jetzt packst du den hier unten rein. Ja, das ist aber ja, für Tee, um den Tee warm zu halten. Ich habe das Ganze mal umfunktioniert, einfach umgedreht. Dann können wir hier zack, zack, welche einpacken und noch ein etwas weiter oben. Das ist so die Schiene dann gewesen. Eigentlich gehört das andersrum. Ja. Und den stellen wir dann da einfach so rauf. Das wäre die einfachste Variante mit einem. Man könnte noch einen zweiten Ich würde Umbau sagen, machen. Wir machen jetzt einfach mal die Teelichter an und gucken uns diese erste Variante mal an mit dem Teelichtofen hier. Wie sich das so schlägt. Mittig. So, die Teelichter sind noch alle an. Gucken wir hier mal mit der Wärmepistole. 16 Grad hat das Teil. Sieht man, ne? 16 Grad. Braucht natürlich einen Moment, ne? Dass sich das erwärmt. Der Raum, gucken wir mal. Die Wände haben circa 14 Grad im Moment. Also. Ich habe hier vorher die Heizung und alles ausgestellt. Ne? Ziemlich kalt hier drin gerade. Na gut, wir lassen den jetzt eine Zeit lang hier vor sich hin brennen. Ich würde sagen, 10 Minuten, Viertelstunde. Dann gucke ich mir das hier nochmal an und schaue, wie warm der geworden ist. Aber so ein bisschen Wärme kommt tatsächlich schon. So, ein paar Minütchen sind um. Wir gucken uns das Ganze mal an hier. Ich habe den eben schon mal gemessen. Oben hat er so. Schon 52 Grad. Hier noch unten wird es immer weniger. 30. Sammelt sich natürlich hier oben die ganze Hitze. Ja. 50 Grad, sagen wir mal so. Mal. 65, das ja, weicht natürlich sehr, sehr stark ab. Ich würde mal zu 50 Grad tendieren. Die Ende kannst du schon dran wärmen. Im Raum wird das jetzt nicht erwärmen, behaupte ich mal. Auch nicht über Stunden hinweg. Aber dazu müssen wir noch einen weiteren Test machen. Das sind heute nur die Aufbauvarianten. Aber immerhin, eine weitere Aufbaumöglichkeit wäre das, ja, irgendwie zu improvisieren hier mit so ein paar Ständern. Da in der Mitte dann Teelichter. Die mache ich, glaube ich, schon mal an. Muss ich das nicht zweimal aufbasteln? Fordert halt kein. Ja. Das ist schon ziemlich ausgelutscht, dieses Teelicht. Ist fast durch. Ja, da geht nicht mehr viel. Und zwar so einen ganz kleinen Topf hier. Vorsichtig abstellen, nicht dass das zusammenbricht. Und dann habe ich hier oben so ein paar Metallteile genommen und einfach hingelegt, dass der Topf, der darüber kommt, bisschen darüber hin, nicht direkt drauf liegt, ja? Damit wir diesen Kamineffekt dann haben. Erfordert auch nicht großartig Werkzeug oder irgendwas, gar kein Werkzeug. Einfach nur improvisieren, irgendwas als Ständer dann nehmen. Ist natürlich nicht die sicherste Methode, ist ein bisschen instabil hier auf der einen Seite. Hier hältst, da hältst, ne, hier nicht. Ja. Ein bisschen Spiel. Davon halt, ja, nicht gegenkommen, aber. Sollte man ja sowieso nicht, wenn das Ding richtig heiß wird. 60 Grad oder was hatte der andere eben schon? Ja, könnte man sich vielleicht schon die Finger dran verbrennen. Das wäre Aufbaumöglichkeit Nummer 2. So, hier sind jetzt auch 10 Minuten, 15 Minuten vergangen circa. Gucken wir mal. Hier haben wir jetzt erst, sage ich mal, 30 Grad an der wärmsten Stelle und hier unten.
Aber dafür sind hier nicht so starke Schwankungen bei dem Ding. Der ist stabiler. 5 Grad Schwankungen, bei den anderen waren es ja eben. Boah, weiß ich gar nicht, was war das? Puh, 20 Grad Schwankungen, ne? Unten ganz wenig und oben super heiß. So, bei der letzten Variante brauchte hier so eine, ja, hier steht Brotform, aber halt so eine Auflaufform, ja. Und hier habe ich tatsächlich dann auch so zwei Töpfe, man sieht es, ineinander verschraubt. Also eigentlich auch ohne Werkzeug. Das ist einfach nur eine Schraube, ja, mit Mutter und Unterlegscheibe. Von oben sieht das denn so aus, aber auch nicht großartig ein Los gemacht. Ne? Das ist einfach alles aus Resten. Und dann nehmen wir jetzt auch mal 3 Kerzen. Ne? Boah, die sind schon Asbach-uralt. So. So finden die auch endlich mal Verwendung. Kerzen. Da die Auflaufform echt groß ist, nehmen wir hier so ein paar Schaschlikspieße. Sonst hält der Topf da nicht so gut drin. So. Packen den auch einfach hier rauf. Ich hoffe, das hält. Jawohl, das hält. Überall haben wir jetzt 3 Teelichter drunter gestellt. Den geben wir jetzt auch ein bisschen Zeit. Gucken wir auch mal auf. 15 Grad circa. Das Anfangsmaß bzw. Anfangstemperatur, Entschuldigung. Ja, da warten wir jetzt auch 10 bis 15 Minuten und gucken mal, was sich so tut. So, hier sind jetzt auch 10 Minuten um. Schauen wir mal auf 24. Da oben war da fast 26 Grad. Ja, der braucht wohl auch einen Moment, weil das andere Ding, der steht daneben, ja, links daneben. Der ist jetzt auch auf 46. Ich behaupte mal auf seine 50, Mitte 50 wird der kommen und wird der hier wohl auch kommen, wenn der jetzt noch ein paar Minuten Zeit hat. Wir gucken gleich einfach noch mal in 10 Minuten, wie weit er dann hier ist. So, es sind weitere 10 Minuten circa vergangen. Wir gucken mal hier. Ja. Da sage ich ja, jetzt ist er auf 40, also seine 50 wird er auch schaffen, wenn wir dem mehr Zeit geben. Ist auch schön warm, das Ding. Bei den anderen da hinten. Yep. Der hat jetzt auch seine 53 erreicht. So Leute, heute habe ich hier die 3 Aufbauvarianten gezeigt. Alles ganz einfach, das könnt ihr auch alles selber nachmachen. Für nichts dergleichen, außer für den ganz rechts außen braucht ihr ein bisschen Werkzeug, vielleicht eine Schraube. Unterlegscheibe und noch eine Mutter und ja, Schraubenzieher, vielleicht noch eine Zange, weil da unten kommt man blöd ran irgendwann. Ja, ansonsten müsst ihr so ein bisschen ja, kreativ sein, improvisieren. Habe ich aber in den Dingern jetzt auch gemacht und sowas hier in der Auflaufform hat ja eigentlich jeder zu Hause. So Schaschlikspieße, da gehen auch lange Nägel oder halt irgendwas in der Richtung, was man darüber legen kann, was stabil ist, was nicht brennen kann. Im nächsten Video schauen wir dann einfach mal, ob so ein Teelichtofen tatsächlich einen Raum beheizen kann. Ich glaube, dass er nicht. Ich stehe dem Ganzen hier skeptisch gegenüber. Wir können ja noch mal oben die Wand gucken. Ich würde sagen, unverändert, ja. Und das ist die Wand direkt darüber. So ein bisschen müsste sich ja eigentlich auch erwärmen. Das Raumklima ist jetzt ein bisschen schwer zu messen. Ich habe hier kein Thermometer drin, ne? Aber das machen wir dann alles im nächsten Video. Dokumentieren wir das ganz genau, ob es was bringt. Bei denen da hinten ist schon mal ein Teelicht ausgegangen. Also bleibt dran. Bis zum nächsten Video.